Matthias Weber hat eine Stelle mit Zukunft. Er ist Wolfsbetreuer. Seit 2008 beschäftigt sich der Bereichsleiter im Bundesforst mit Beobachtung und Schutz von grauen Neuankömmlingen. Ein Zeugnis der alten Feindschaft zwischen Mensch und Wolf ist im Forstamt immer noch präsent. In den 80er Jahren muss der junge Forstwirt Weber hilflos zusehen, wie die letzten Wölfe in der Gegend ausgerottet werden. Im November 2007 aber wird der Wolf auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen wieder nachgewiesen. Ich betreue nur die Flächen des ehemaligen Truppenübungsplatzes Lübtheen. Und das ist eine Fläche von rund 6.300 Hektar. Davon sind allein 1.500 Hektar Offenland, überwiegend Heideflächen mit großen Anteilen an Sandflächen, die ein Monitoring des Wolfes erheblich erleichtern aufgrund der Tatsache, dass man die Spuren im Sand sehr gut erkennen kann. Die Gegend macht einen gespenstischen Eindruck. Die riesige Fläche ist stark munitionsverseucht. Noch hält dies manchen Touristen fern. Die Dünen sind echt und sie wandern sogar. Ein Naturwunder. Aus diesem Grund ist der Truppenübungsplatz auch ein Naturschutzgebiet. Wölfe fühlen sich hier wohl. Schon bald macht Matthias Weber auch seinen ersten Fund. Anhand der sogenannten Losung kann er feststellen, was bei seinen Schützlingen im Moment so auf den Tisch kommt. Er nutzt dieses Gelände, um wechselndes Wild, was aus dem Zentrum der Liegenschaft kommt und auf die angrenzenden Feldern rausziehen will, um dort zu äsen. Dieses Wild fängt er hier ab und es ist über die Jahre festzustellen, dass ein Schwerpunkt seiner Bejagungsstrategie eindeutig in diesen Bereichen hier liegt. 3 bis 4 Kilo Fleisch verspeist täglich ein ausgewachsener Wolf. Die Spuren können helfen, seine Jagdstrategien und Routen zu verstehen. Die eine oder andere Spur kann auch zu Menschensiedlungen führen. Es gibt Schafrisse in der Gegend und es bildet sich langsam eine Anti-Wolf-Lobby. Jede neue Spur wird deshalb von Matthias Weber gründlich untersucht und gemessen. Es ist so, dass ja auf dieser Liegenschaft mittlerweile 7 Wölfe sind. Es ist allerdings so, dass im Alter von 11 Monaten bis 22 Monaten der Familienverband sich auflöst und die Tiere teilweise allein unterwegs sind. Das ist ein sicheres Zeichen hier, dass dieser Prozess sozusagen eingesetzt hat. Es wird aber mit Sicherheit so sein, dass das eine oder andere Jungtier noch im Rudelverband bleiben wird und sicherlich auch dabei die Elterntiere unterstützen wird, den Nachwuchs aus diesem Jahr mit aufzuziehen, zu helfen. Ein Märchenwald, wo die Geschichte von Rotkäppchen und dem bösen Wolf spielen könnte. Trotzdem, herrliche Ruhe liegt in der Luft. Die Lebensgefahr durch die verborgene Munition tut dem Naturschutz einen großen Gefallen. Für Matthias Weber ist das aber auch ein Ort der Trauer. Der sogenannte Wolfsstein kennzeichnet die genaue Stelle, wo der letzte Wolf in Westmecklenburg getötet wurde. Ich kann mich daran erinnern, dass 1984 hier auf dieser Liegenschaft ein Wolf existierte und 1986. Beide Wölfe sind allerdings auf der Grundlage der geltenden Jagdgesetzgebung erlegt worden. Der eine im September 1984 und der andere am 28. Februar 1986. Zu DDR-Zeiten war ein Wolf nichts anderes als eine stolze Beute. Heute wird die europaweit streng geschützte Tierart nur noch auf eine einzige Weise gejagt, mit der Fotokamera. 10 Fotofallen machen täglich insgesamt bis zu 4000 Schnappschüsse. Ein nützlicher Nebeneffekt, es werden auch ungebetene Zweibeiner dokumentiert. Und mindestens einmal täglich wird auch ein Wolf geschossen. Es ist so, dass anhand der Fotofalle im Mai letzten Jahres erstmals 5 Jungwölfe nachgewiesen werden konnten. Und die Gesamtzahl der Wölfe, die sich ja auf der Liegenschaft auf 7 Exemplare beläuft, konnten das letzte Mal komplett an einer Fotofalle nachgewiesen werden im Dezember 2014.
Nun geht es für den Wolfsbetreuer schnell wieder ins Büro. Matthias Weber ist gespannt, ob er vielleicht diesmal einen ähnlichen Schatz mitbringt. Wolfsbilder sind immer eine Glückssache. Fast 99% werden nachts gemacht. Die Spannung steigt und tatsächlich, die Fotofalle hat wieder einen Wolf erwischt. Auf Tage wie diese freut sich der Wolfsbetreuer. Und hoffentlich darf er noch mehrere davon erleben, denn schließlich hat er eine Stelle mit Zukunft.